Knalleffekt heute. Reinhold Mitterlehner ist zurückgetreten als Parteichef und Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Was ist Ihr Fazit des heutigen Tages? Ja, ich bedauere natürlich diesen Schritt unseres Bundesparteiobmanns und Vizekanzlers sehr. Möchte ihm aber jedenfalls großen Dank aussprechen für das, was er in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Österreich geleistet hat. Sein Schritt kam letztlich überraschend, auch für mich überraschend, aber er ist zu respektieren und ich möchte seine Beweggründe, die er auch dargelegt hat, in dieser Erklärung nicht interpretieren. Er hat schon der Partei auch die Route ins Fenster gestellt. Er hat letztlich einen Schritt gesetzt, der für ihn notwendig war und seine Beweggründe hat er ja dargelegt. Wie geht es jetzt in der Partei weiter? Wann werden Entscheidungen fallen? Wir haben für den kommenden Sonntag einen Bundesparteivorstand einberufen, bei dem natürlich die Frage des künftigen Parteiobmannes, der Parteiobfrau auf der Agenda steht. Und ich gehe im Idealfall davon aus, dass wir dort auch eine Lösung haben werden. Die Lösung wird, nehme ich an, schon vorher kräftigst diskutiert. Wer kann da als aller mitsprechen? Ja, Sie werden verstehen, dass ich als Generalsekretär der Partei mich da an diesen Spekulationen nicht beteiligen möchte. Wir haben Gott sei Dank eine Reihe von sehr guten, starken Persönlichkeiten, die eine solche Funktion übernehmen können. Aber die Entscheidung, wie gesagt, und die Debatte darüber wird am Sonntag sein. Jetzt ist Reinhold Mitterlehner der vierte Parteiobmann in 10 Jahren. Das ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Kontinuität bei der ÖVP. Das ist korrekt. Auch ich würde mir mehr an Kontinuität wünschen. Aber die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben eben Reinhold Mitterlehner zu dieser Entscheidung bewogen und sie ist zu respektieren und zur Kenntnis zu nehmen. Warum gibt es diesen Streit innerhalb auch der Partei? Was ist der Auslöser dafür? Na, ich glaube, es war ja nicht nur der Streit innerhalb der Partei, den es zweifelsohne der Antwort auch gegeben hat, sondern es war natürlich auch die Situation vis-à-vis dem Koalitionspartner, der sich seit dem vergangenen Herbst im Permanentwahlkampf befindet und unselbiges ständig vorwirft. Noch gestern haben sämtliche SPÖ-Regierungsmitglieder unseren Außenminister heftig attackiert. Der Sohn des Bundeskanzlers hat den Außenminister gestern mit einem ugandesischen Massenmörder verglichen. Und heute bietet der Bundeskanzler eine neue Reformpartnerschaft an. Also da ist an der Glaubwürdigkeit gerade auf sozialdemokratischer Seite noch einiges zu tun. Er hat sie gerade explizit dem Sebastian Kurz auch angeboten. Das ist eine Sache, die die Volkspartei entscheiden wird, nämlich am kommenden Sonntag im Idealfall im Rahmen des Bundesparteivorstandes und dann auf einem Parteitag. Der Herr Bundeskanzler hat eine Koalition mit der Österreichischen Volkspartei. Wird auf diesem Parteivorstand quasi nicht nur die Nachfolge von Mitterlehner auf den Weg gebracht, sondern auch der Kurs Neuwahlen oder weitermachen? Also ich bin kein Hellseher. Wir haben auf der Tagesordnung die Frage der Nachfolge für den scheidenden Bundesparteiobmann. Aber natürlich wird es eine Bewertung auch der Gesamtsituation geben. Sie als Generalsekretär müssten ja die Wahlkampfkonzepte schon in der Schublade haben. Schauen Sie, ein Generalsekretär sollte immer auf alles vorbereitet sein, sofern das möglich ist. Aber wir haben auch immer ganz klar gesagt, dass, und gerade ich auch, dass wir im Herbst 2018 die Nationalratswahl haben wollen, weil das auch das Ende der Legislaturperiode ist. Wir haben aber beim Koalitionspartner eigentlich seit vergangenem Herbst permanent Wahlkampfaktionen erlebt. Und das ist natürlich für eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht gerade vertrauensbildend.